Liebe Familie der Liebe und des Lichts. Das Göttliche hat eine kurze Botschaft für den Planeten und die Menschheit. Das Göttliche sagt, dass sich der göttliche Plan seit heute reibungslos entwickelt. Die Entfaltung des göttlichen Plans verlief pünktlich und sehr reibungslos. Das Göttliche ist sehr enthusiastisch über die endgültige Offenbarung, die ansteht. Das Göttliche, die gesamte himmlische Gesellschaft und die Mitarbeiter für die endgültige Offenbarung haben ununterbrochen gearbeitet. Jetzt kommen die ersten Ergebnisse herein und die sind sehr ermutigend. Darüber sind das Göttliche und die himmlische Gesellschaft sehr erfreut. Das Göttliche und die Gesellschaft des Himmels möchten den Lichtarbeitern für ihre gute Arbeit danken und für den großartigen Dienst, den sie leisten. Wisse, dass deine Arbeit einen großen Unterschied macht. Das Göttliche ist den Lichtarbeitern und Millionen von Seelen, die hart für die Entfaltung des göttlichen Plans arbeiten, zu großem Dank verpflichtet. Es braucht ein enormes Maß an Teamarbeit und Anstrengung, um sicherzustellen, dass alle Teile des göttlichen Plans zusammenarbeiten und die gewünschten Ergebnisse erzielen. Das Göttliche sagt, dass der göttliche Plan reibungslos voranschreitet. Gaia hat das Göttliche gebeten, den göttlichen Zeitplan zu verschieben, damit die endgültige Offenbarung früher stattfinden kann. Das Göttliche hat Gaias Bitte zugestimmt und den Zeitplan auf früher als ursprünglich geplant gelegt. Das heißt, dass der göttliche Plan vorangeschritten ist und sich nun jeder Teil des göttlichen Plans schneller entwickelt als zuvor geplant. Das Göttliche möchte den Planeten und die Menschheit vorwarnen, damit der Planet und die Menschheit wissen, dass sich die Dinge beschleunigt haben und die Zeit der endgültigen Offenlegung gekommen ist. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Der göttliche Segen möge dich immer begleiten. Ich danke dir für dein Engagement und deine großartige Arbeit. Göttliche Segnungen für euch alle. Linda Lee, das Göttliche und die Gesellschaft des Himmels. So ist es.